Ich falle. Ah, das ist natürlich jetzt sehr ganz. Creeper hat mich hier erwischt und noch einer. Shit. Ich bin tot. So, hallo zur nächsten Adventure Map zusammen. Dieses Mal wieder mit Concrafter. Die erste Map ist ja ziemlich gut angekommen und da dachten wir, machen wir einfach mal eine nächste Map. Ich hoffe mal, dass das auch positiv ankommt. Die Maps werden natürlich wie immer in der Videoantwort verlinkt sein. Die Parts werden verlinkt sein. Das heißt, Folge Nummer 2 werdet ihr auf Concrafters Kanal finden, mit entweder direkten Link auf die Anmerkungen unten in der Videoantwort oder ihr schaut einfach sowieso öfters mal bei ihm vorbei. Die Map, um die es geht, kann er sagen, genauso wie mit den Regeln, hoffe ich mal. Ja. Erstmal hallo von meiner Seite. Und zwar ist es die Map It's Better Together. Hast du schon gesagt? Nee, oder? Nee, hab ich nicht gesagt, das wollte ich dir überlassen. Ah, danke. Also die Map heißt It's Better Together und wie ihr da auf jeden Fall schon raushört, heißt es schon Together. Also man muss, ich mach das jetzt mal so mit den Regeln so übergreifend, man muss zu zweit sein, wir dürfen keine Blöcke zerstören oder auch andere Objekte und wir dürfen auch keine Blöcke setzen, allerdings dürfen wir Sachen anzünden, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, ob wir vielleicht ein Feuerzeug kriegen oder Lava oder sowas, keine Ahnung. Wir dürfen nur die Items benutzen, die wir in Kisten finden und wir dürfen keine Mods, Cheats, Hacks benutzen und so weiter. Aber ich denke, wir werden eh trotzdem manchmal auf einfach Time auf Nacht stellen, damit wir pennen können. Jo, aber das ist ja eigentlich kein Cheat, Wir haben uns die Map noch nicht herausgefunden, dass ich magische Kräfte habe, ne? Von daher. Ach so, ja, genau, ja. Wir haben uns die Map noch nicht angeschaut, gell? Das heißt, wir wissen selbst noch gar nicht, was da los ist. Ich habe es auch so nirgendwo mal gesehen. Ich bin noch nicht weiter gelaufen als hier. Ja, ich würde sagen, wollen wir uns erstmal pennen legen? Das wäre eine Option. Hier einen kleinen Spawn zu setzen. So, hast du schon gesagt, dass die geraden Folgen alle bei mir sind? Ich hab Gott gar nicht wirklich zugehört. Ach genau, ja, genau, die nächste Folge, ich habe gemeint, wir beamen. Das heißt, dieses Mal alle ungeraden bei mir und alle geraden bei ihm. Also genau andersrum wie beim letzten Mal. Müsste allerdings kein Problem sein eigentlich. Und dann würde ich sagen, starten wir langsam mal durch, oder? Ja, und wie immer, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Feedback oder so, einfach schreiben. Oh! Hier noch It's Better Together, MC ja. Version 1.7.3, ja, da sind wir ja frisch dabei, wir mit unserer 1.0 hier. Hey and welcome to my second puzzle adventure map. Before going on, I want to thank everyone who played my map, previous map, Prince of Minecraft. Yes, this map especially made to play it with two people, so take a look around and see if you can find another person. Da. Oh ja, da bin ich. Who wants to play with you and that no more players are present? No for the rules of this map. Die habe ich schon durchgelesen. Jo. No mods, burning is allowed, enjoying it is allowed. Map options. Erstens difficulty on peaceful. Habe ich schon. Ja, da ist nur die Schwierigkeit jetzt, dass ich das natürlich im Server jetzt nicht eingestellt habe. Oh. Von daher würde ich sagen, ganz kurzer Aufnahmestopp für euch, ein paar Millisekunden. Jo, okay, dann 3, 2, 1 und wir sind weg. Und da sind wir auch gleich schon wieder zurück. Hat sich nicht viel geändert. Nur die Mobs sollten jetzt endgültig aus sein. Obwohl ja, die eigentlich sollten sie das. Werden wir mal sehen. Achso, die Render Distance müssen wir noch auf Short stellen, gell? Wie das wir? Hä? Oh, ah, wahrscheinlich. Ist sogar gut, dann ist die FPS sogar noch ein bisschen höher. Ja, also wenn die uns das schon sagen, dann nehmen wir das natürlich gerne an. Jo. Creepers exploding and ruining the puzzles. Genau, deswegen. Ah ja, deswegen auch. Ah, okay. Also report any bugs. And let me know when you have made any video for YouTube. Ja, werden wir auf jeden Fall. Okay, werden wir, denken wir, jo, klar. Wir haben bei YouTube auch gemacht, wurde ja auch in den Post mit reingenommen, weil sie es ganz toll fanden. Good luck! Okay. Sendest du denen das dann einfach, ich schicke dir dann einfach den Link. Oh, was steht denn hier noch? Oh. Don't feed the squids, ja, wenn ihr welche wären. Achso, ja, genau. Gut. So. Oh Gott, aber wenig so schöne Bayern-München-Farben hier. Rot-Weiß. Rot-Weiß, wie die Schweizer, die letzten Lux Perpetua abgesoffen sind. Ja, hier leben sie wieder. Genau, da hat jemand gefragt, ob wir irgendwelche Schweizer diskriminieren oder ähnliches. Nein, um Gottes Willen. Ah, genau, wir haben doch nichts gegen Schweizer, mein Gott. Wenn man es gerade mal sieht, dann reißt man mal einen Witz drüber. Wenn, selbst wenn es normal deutsch wäre, wird man auch einen Witz drüber reißen. Ja, die Deutschen wieder irgend sowas. Geh du da rein, ich geh hier rein. Jo, ich geh da durch und Schalter drücken. Button drücken. Erinnert mich irgendwie an Portal. Ziemlich doll sogar. Welcome, today we are going to clone your body. Keep hands scanning body. Dispenser. Mhm. Wow. Oh, Lava. Oh ne, ich sehe dich aber da dein. Ah. Wait for it. Warten wir auf es. Da ist ein goldenes Dingens. Hm, zack. Haha. Mann, sieht scheiße aus. Oh. Hey, ich bin ins Wasser gefallen. Ich habe ein eigenes Bett. Ich habe ein Skelett hier, soll das ein Witz sein? Wie? Hier ist ein Skelett, das auf mich schießt. Ich muss jetzt gerade mit Fäusten mich hier das Vieh erledigen.
Hä, eigentlich kann es aber nicht sein. Ja, das frage ich mich auch gerade. Du hast auch Force gestellt. Es sollten keine Mobs kommen, aber... Okay, hab jetzt ist weg. Auch? Hä? Verstehe ich nicht. Ich nehme an, bei dir stehen die gleichen Schilder. Mit dem Huh, I was expecting. Ja, wollen wir das vorlesen, oder? Ich weiß nicht, wenn es zu der Story des Servers gehört, wäre es nicht schlecht eigentlich, oder? Wenn wir das detailreich ein bisschen durchschauen. Mach ich mal einfach. Oh, I was expecting a monkey. You don't even look like a monkey. Oh well, also, er hat gedacht, dass ein Affe kommt, aber er ist, ich bin kein Affe. Naja, gut. Hallo und willkommen zum Floody Flash Klon-Kreation Center. 5000 Leute 50. Haben versucht, hier zu arbeiten. Ja, 50.000. Hab ich auch gesagt. Du hast 5000 gesagt. Nein, hab ich nicht. Das hat Fraps falsch verarbeitet. Achso, das kann sein. Und nun ist es ein voller Computer, kontrolliert von der höchsten Schwierigkeit, wo die Klone kreiert wurden und testen, dass sie... Ach, keine Ahnung, liest du vor. Ich versuch mal noch irgendwas mit den Monstern. Und sie für wissenschaftliche Zwecke getestet wurden. Erlaube mir, mich selbst vorzustellen. Nun, mein Name ist Glafosch und ich... Keine Ahnung, Monitoring, also ich, keine Ahnung, leite diese Schwierigkeit wahrscheinlich. Wie du bereits schon mitbekommen hast, wurde ein Klon von dir erstellt. Bevor wir jetzt mit dem Testen beginnen, muss ich noch über einige Sachen informieren. Du wirst für immer in dieser Schwierigkeit stecken bleiben. Wir können dich nicht gehen lassen, weil die letzte Person, die dieses Gebäude verlassen hatte, hat eine Pandemie verursacht, weil hier drin infiziert wurde mit einem tödlichen Virus. Zweitens wirst du mit einem Kuchen ausgezeichnet am Ende der Tests. Wow, der Wahnsinn. Hm. Mit einigen Tumoren vielleicht auch, aber keine Sorge, wir schneiden sie dir wieder raus. Ich werde dir keine Rüstung geben, um dich selbst zu schützen, beziehungsweise deinen Körper vor Verletzungen. Da Rüstungen für Pussys sind. Jetzt genug von diesem kleinen, was heißt ein Chit-Chat? Keine Ahnung was. Keine Ahnung, von diesen kleinen Chats hier. Ja, lass uns weitergehen zur ersten Testkammer. Wir haben noch eine Menge Tests zu tun. Viel Glück. Okay. Bevor du da jetzt reingehst, ich habe gerade noch einen Weg gefunden, wie ich die ausmache. Also mach nochmal einen kleinen, eine Millisekunden. Millisekunden-Cut. Okay, 3, 2, 1, aus. So, und da sind wir schon wieder zurück. Wir haben ein kleines bisschen gebastelt. Die Mobs sind jetzt aus, endgültig auch. Und ich hoffe mal, es hat keiner gemerkt, dass jetzt ein ganz anderer Tag ist. Wir waren jetzt stehen geblieben. Jetzt hat eh jeder gemerkt. Ja, wir haben doch am Anfang schon das Intro eingeblendet. Komm, weiß doch ja. Jeder. Stimmt, deshalb habe ich es doch erwähnt. So, dann, wir wollten jetzt erstmal beginnen, diese Map und uns das Ganze anschauen. Also, mal schauen, ob wir das Ganze ohne irgendwelche... Viren überstehen und Mutationen. Wow, keine Mobs. Liest du das vor? Oder genau. Soll ich das vorlesen? Keine Panik, ich habe diese ersten Tests wirklich einfach gemacht. Ich denke, es ist sogar einfacher, eine Blubberblase zu zerplatzen, oder was? Hopping a Bubble Rock? Keine Ahnung. Ja, eine Blubberblase kaputt zu machen oder so. Außerdem ist der Klon noch neben dir. Und sie sagen, dass zwei Köpfe besser denken als einer. In deinem Fall würde ich sagen, besser als keiner. Okay. Oder one would be... Ach, einer ist besser als keiner, so rum. Außerdem, ja okay, wir sind ja praktisch, in dem Fall, wenn wir Klone sind, gleich hoch in der Birne. Und dann, naja, gut. So. Okay, Map ich würde sagen, zeitgleich. Ganz kurz, aber a Crowbar would come in handy. Ach so, ein Brecheisen wäre ganz gut, aber... Was jetzt? Okay, ich würde sagen, einfach ein bisschen, vielleicht ein End geht. Drücken, beide drücken, zack, auf geht's. Okay. Bei mir oben ist ein Spinnenweben, bei dir nicht. Das ist merkwürdig. Ja, bei dir bei kommt mir waren Spinnen. Schon wieder. You read the book. Das Schild. Ach, okay. Ich bin beeindruckt. Ich habe noch nie so eine kleine, also keine Ahnung, Small Mind, einen kleinen irgendwas getroffen. Also Mind im Sinne von Gedanken oder. Wie willst du es übersetzen? Ich weiß nicht, ich bin schon rausgegangen. Ist gerade doof zum Übersetzen. In einem so großen Kopf zuvor. Okay. Die Zuschauer wissen das natürlich besser. Wir machen das ja ganz spontan so. Hab natürlich alle Abitur. Ja, irgendwann cool. Fehlen einem auch mal die Worte. Man kann auch Fails bringen. Dann. Ich würde sagen, zeitgleich draufdrücken einfach. Ne? 3, 2, 1. Zack. Durchgehen. Und geht's. So. Achso, es bleibt auf. Okay, ich dachte gerade schon, oder? Ich dachte auch schon. Oh, eine Kiste.
Ja, die Gieße. Paper! Was sollen wir denn? Ich glaube, das sollen wir einfach hier draufschmeißen. Ich glaube, du hast die ganzen Map-Parts und ich bin, ja, falsche Seite in dem Fall. Okay, lest du vor. Ich glaube, ich muss das einfach... Nee, das ist einfach nur ein Paper, das ist einfach nicht wirklich... Achso, ich dachte schon Map-Part. Hä? Warte ich mal. Ich glaube, das muss irgendwie geben, kann das sein? Ja, dann stell du dich mal auf die Platte da drauf. Und okay, damit... Oh, warte mal, ich hab gerade wieder Tastaturklemmt. So, jetzt. Wieder mal. Ja, das ist auch schon... So, jetzt gebe ich dir das hier durch. Achso, ja. Warte, so, ich schmeiß mal da hin. Jetzt gehe ich hier unten hin. Stell mich hier drauf, du holst es dir. Ah, jetzt bin ich wieder hoch. Boah, du mit deinem Sprungkünst, ey. Ja, ich hab ein bisschen geübt, das war jetzt nur so. Perfekt, warte, so, jetzt gehst du hoch. Und jetzt gehe ich hoch. Ja, klappt doch. Theoretisch wäre das so, nicht auch drei, anders. 3, 2, 1. Ja, es wäre auch andersrum gegangen. Weil es ein bisschen umständlich, oder? Dass ich es bei mir draufgelegt hätte, meinst ja, du? Ja, gleich schon am Anfang. Ja, aber das ging nicht, das habe ich schon probiert. Das geht nicht auf mehr auf die Steinplatte. Achso, es war eine Steinplatte. Ah, okay, dann. Ja, okay, was haben wir denn hier für einen Schnupf? Numero 4. Ah, okay. Du musst da jetzt irgendwie drüber springen. Okay, warte. Ja, jetzt bist du gerade runtergegangen, na klar, wo ich gesprungen bin. Ach, Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Das war nur zu schlecht. Okay, und wie kommst du jetzt rüber? Achso, hier ist noch eine Druckplatte. Aha. Ja, perfekt. Achso, bist... Ja, das ist jetzt für die vordere. Ja, warte, ich kann doch mal einfach jetzt hier unten so durchgehen. Können wir eben schauen, was ich hier unten so finde. Ja, auch interessant, dass hier jetzt so mal gar nichts ist. Oder wie wär's, wenn... Andersrum probieren, dass... Ja, andersrum einfach mal probieren. Also, dass du dich mal da drauf stellst, ne? Ja, irgendwie muss man... Okay. Ah ja, da kommen beide raus. Ist gut. Beide so. Raus, ah. Okay, jetzt ist hier noch eine Druckplatte. Was macht die jetzt? Die macht den? Die okay. macht den. Und jetzt, wie komme ich über die letzte? Das frage ich mich gerade. Geh du mal nochmal da drauf, auf deine Platte. Meine Platte? Ja, genau. So, dann laufe ich jetzt eben hier rüber. Spring hier drauf. Jetzt gehst du da rüber. Ah, das ist sinnvoll. Und, ach so, warte, da. Ja, klappt. Ah, ist doch super. 3, 2, 1. Down. Ich glaube, das sind Speicherzentren. Kann sein, dass die bleiben dauerhaft offen. Ich glaube, wir müssen gleichzeitig drücken. Ich weiß nicht. Also bisher ist mir aber auf jeden Fall ziemlich cool. Oh, hier unten sind Redstone-Fackeln. Ja, ich sehe sie auch. Eine, und nee, zwei sind am, zwei, am Leuchten. Genau. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie drücken, dass der Rest auch irgendwie am Leuchten ist. Jo. So, so. Toll, ich hab's geschafft, dass gar keiner mehr leuchtet. Ich... Nee, warte mal, mir leuchten immer noch beide. Drück mal einfach alle Schalter. Eins, so. Jetzt leuchten alle. Nee, jetzt leuchten nur nee, zwei, aber abwechselnd. Nee, drei leuchten bei mir. Drei, die Schalterstellung, warte mal, muss die überall gleich sein in dem Fall, oder haben die da ein bisschen gecheatet? Ja, jetzt habe ich aus, an, an. Ach so, warte mal, pass auf, das ist doch Teamwork bestimmt, pass mal auf. Wir gucken jetzt gerade mal, der erste Schalter ist unten, bei mir ist er auch unten, bei mir brennt die Fackel. Die zweite ist aus, meiner ist unten und deiner ist auch unten. Guck mal drüben bei deinem zweiten Schalter, mach den mal nach oben einmal. Ja, meine ist an, meine ist immer noch an. Meine ist an jetzt, die zweite ist bei mir an. Der ist die dritte ist an und ich habe alle vier an. Gerade. Ich habe die vierte nicht an. Mach du mal deinen vierten Schalter da anders. Dann ist bei mir... Ja, jetzt ist meiner an. Ist deiner auch an? Bei mir sind auch alle an. Bei mir sind alle vier nee, an. Nee, die erste ist bei mir jetzt wieder nicht an. Ich mach mal kurz meinen Schalter bei der ersten. Nee, du musst deinen Schalter bei der ersten verändern. Jetzt ist er an. Ja, perfekt. Tür geht auf, beide. Need a dispenser here. Okay. Hahaha, Scherz. Oder? Ich weiß nicht. Ist das eine Kiste? Oh, wie ein Paper. Das muss ich dir dann wahrscheinlich wieder irgendwie geben. Could be possible. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier drauf trete. Ah, da kommen vorne Pistons raus. Ja, ich werf dir das Paper einfach mal hier. Ach, ich kann das hier oben in den Dispenser reintun. Ah, das Papier. Okay. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich den Dispenser irgendwie... hast du deine Stoppuhr eigentlich gestellt? Die Stoppuhr läuft, ja. Wir sind bei 6:40 seit der letzten Aufnahmestart. Ja, dann heißt das, wir sind schon bei 13. Um den Dreh, ja. Ja, perfekt. Ich mach so, kannst du auf irgendwelche Platten drauf drücken, denn ich nur kann zwei drücken, aber es kommt nichts oben raus. Wenn ich auf diese drauf drücke,
ist das zweite auf. Ja, geh mal auf die erste. Und das erste auf ist das auf. Das heißt, du könntest da drauf springen. Oder ich brauche ja das Paper, leg's auf die erste drauf und stell mich selbst auf die zweite. Dann kommst du über beide drüber. Ich kann halt nämlich nicht so schnell von links nach rechts laufen, wie du gerade im Flug bist. Ich guck mal, was ja, ist, wenn ich hier hochgehe. Ich versuche gerade mal irgendwie das Paper von da oben irgendwo anders hin zu tun. Hier oben habe ich zwei Goldblöcke mit Druckplatten, wo Redstone-Fackeln dranhängen, die brennen. Da kann ich nicht drauf gehen, da kann ich nur was drauflegen. Ey, du hast da unten noch so einen goldenen Schalter. Goldenen Schalter? Da. Wo? Oh. Ach, da. Dispenser. Boah, du bist doch irgendwie dumm oder so. fetten Schalter, wo was draufsteht. Activate the Dispenser. Ich so, hä? Wie geht das? Ja. Okay, wir probieren gerade mal was. So. Und so, jetzt gehst du mal... Gehst noch so, hoch. Hier ist eine Kiste mit noch einem Papier. Das Papier tue ich dann wieder in den Dispenser. Dann kannst du mir... Genau, ich habe nämlich oben nämlich zwei Goldblöcke mit Druckplatten und so. Ja, ich schmeiß ihn dir einfach mal hier durch. Jo, und jetzt mache ich was auf. So, einmal da. Okay. Ah, nee, Quatsch, den muss ich ja gar nicht. Pass auf, ich muss was anderes, muss jetzt hier hochgehen. Einmal da, mein weiter neben. Einmal da drauf. Und einmal da drauf. Nein, fail. Yes, ist aus. Ah. Komm nicht dran. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ei, da ist ja ein Schalter. Den kann ich von hier nicht. Hat sie was getan? Ja, hier ist ein Block rausgekommen. Und dann? Ich könnte jetzt den Schalter drücken. Achso, warte. Jetzt Button drücken, mach mal. Tür geht auf. Okay, doch, und an dieser Stelle. Gleichzeitig. Okay, nächstes Rätsel bei mir. Exakt, wird in der Videoantwort wieder verlinkt sein. Einfach mal schauen und dann bis zum nächsten Part und tschüssen. Ja.